von Benny. Können wir das Mikro da dann holen? Ist das dran? Et voilà. One, two, three. Hallo, mich kennt ihr ja mittlerweile alle. Ich wollte meine Rede mit einer kurzen Frage an euch anfangen. Und zwar, was haben Zitronenfalter und Volksvertreter gemeinsam? Irgendjemand eine Idee? Also was macht ein Zitronenfalter? Faltet er wirklich Zitronen? Nee, Volksvertreter. Was macht ein Volksvertreter? Vertritt auch kein Volk. Ja, die Volksvertreter sind sich bei uns alle einig. Wir haben Klimawandel, ihr seid alle schuld. Jeder, der hier sitzt, seid alle schuld. Ihr atmet alle CO2 aus. Also hört bitte auf damit. Ihr beschleunigt den Klimawandel. Und ja, wie ich darauf kam, ich habe mich schon länger mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich bin wirklich der Meinung, dass das alles gelogen ist vom System, und warum soll es dann mit der Klimatheorie irgendeine Ausnahme sein? Ich habe mich auch mit einer netten Frau hier auf der Mahnwache habe ich mich auch unterhalten. Die war schon ein bisschen älter und hat gesagt, ja, die jüngere Generation muss das doch glauben, dass die Menschen an dem Klimawandel schuld sind. Und dabei sind wir genau an dem Punkt. Also ich finde, das nimmt schon religiöse Züge an, weil der hat wirklich gesagt, sie macht sich Sorgen, weil ich mir keine Sorgen mache. Und im Prinzip gibt es ja nur eine Wahrheit. Entweder das Klima erwärmt sich durch uns oder das Klima erwärmt sich nicht durch uns. Ja, früher war es mit der katholischen Kirche so, die jede Wahrheit irgendwie verbogen hat. Zum Beispiel Galileo. Galileo hat gesagt, dass die Sonne im Mittelpunkt steht. Katholische Kirche hat genau das Gegenteil behauptet, und so ähnlich ist es heute auch. Also es gibt im Prinzip nur eine Wahrheit, und zwar, dass CO2 keinen relevanten Einfluss hat. Haben sich bestimmt einige von euch noch nicht so mit beschäftigt, aber ich will euch jetzt sagen, warum das so ist. Und ich wollte auch die Quellen nachher und das Video machen, dass sich halt jeder da eine eigene Meinung auch bilden kann. Und das sind alles Fakten, die man recherchieren kann. Und ja, ich habe mich ja auch schon gefragt, ob die Menschen in Zukunft darüber lachen, worüber wir uns da wirklich Sorgen machen. Weil es gibt viele Menschen, die machen sich da Sorgen. Und ja, wie so oft hängt's wieder mit dem ganzen System zusammen, Geldsystem. Und ich habe ja schon oft gesagt, dass das System eigentlich schon längst gescheitert ist. Also es ist ein wildes Umsichtschlagen vom System. Und die Ursache liegt wie so oft in der Herrschaft des Wuchers, Fiat Money und Zinseszins. Und ja, jetzt noch eine Frage an euch. Wenn das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, jetzt steigt, geht es da jedem besser von euch? Überhaupt nicht, aber nichts damit, weil wir nichts dafür kriegen. Überhaupt nicht, genau. Warum ist das so? Also das Bruttoinlandsprodukt könnte theoretisch zu 100% aus Schweinegrippeimpfstoff bestehen, Rüstungsindustrie, Pharmaindustrie, und ja, wie er schon gesagt hat, dadurch geht es ja keinem besser. Genauso ist mit den CO2-Zertifikaten, ist ja, ich vergleiche es auch oft mit dem Ablasshandel, das früher auch die katholische Kirche gemacht hat, und das ist natürlich ein Schwachsinn und an Absurdität kaum noch zu übertreffen. Ich habe auch noch einen interessanten Artikel gelesen, und zwar, dass im BIP, jetzt haltet euch wirklich fest, dass im BIP Drogenhandel reingerechnet werden soll, Menschenhandel, illegale Müllentsorgung und illegale Rüstungsgeschäfte. Könnt ihr alles nachlesen. So, was ist der Zweck der Klimahysterie? Der Zweck ist derselbe wie jeder Krieg.
dass das Fiat Money neu unterlegt wird mit Waren und Dienstleistungen und sei es noch so absurd. Also jeder Krieg, der lange dauert und nicht gewonnen wird, der ist gut für unsere Wirtschaft, weil das Dogma ist in unserem System, sozial ist das, was Arbeit schafft. Also wenn jemand für Rüstungsindustrie arbeitet, wenn er Munition hergestellt, wenn der Munition herstellt und die verballert wird, ist alles gut für unsere Wirtschaft und das BIP kann weiter wachsen. Dann ist natürlich auch so, weil die Arbeitslosigkeit ja so hoch ist, habe ich auch schon in der Rede über Plan B gesagt, verweise ich nochmal auf mein Video oder das Video von der Wissensmanufaktur, dass es halt im Moment sehr viele Einkommensplätze gibt und das ist genauso mit der Klimahysterie. Also kann man auch viele Arbeitsplätze schaffen. Also ich studiere am Umweltcampus in Birkenfeld und habe da an so einem Institut gearbeitet. Den Namen will ich jetzt nicht nennen. Aber da war eine, die hat jetzt die Arbeitsstelle gewechselt und ihr Job nennt sich jetzt Klimamanagerin. Und da musste ich auch lachen, weil es gibt wirklich so viele Leute, die quasi nichts produzieren. Also wie gesagt, ist ein Einkommensplatz. Die daddeln dann nur am Computer rum und geben da irgendwelche Zahlen ein. Also ich will da jetzt keinen angreifen. Natürlich wollen die Leute Geld verdienen, aber das ist ja quasi mit einem Schwachsinn, der eigentlich kaum noch zu überbieten ist. Oder wie ich auch schon in der anderen Rede gesagt habe, also mit der Pharmaindustrie, die Leute eigentlich krank halten muss, ist genauso mit der Klimahysterie jetzt. Was ihr auch noch wissen solltet, das System funktioniert ja so, den Leuten wird ja permanent Angst gemacht. Also wenn die Leute jetzt Angst vor der Klimakatastrophe haben, sind sie dann eher bereit, irgendwelche Sanktionen oder irgendwelche Umweltgesetze zu akzeptieren, die eigentlich keinem nützen. Zum Beispiel mit dem EEG, also Erneuerbare Energiegesetz, oder irgendwelchen anderen Umweltsteuern. Und da ist der Profiteur also auch meistens der die Angst halt geschürt hat. Also wer profitiert davon? Auch nur ein interessanter Artikel war in der Bild-Zeitung vom 23.02.2007. Geheimer Klimabericht, wir haben noch 13 Jahre. Also 2020 ist die Menschheit wahrscheinlich dann ausgelöscht durch den menschengemachten Klimawandel. Ja, das ist auch genauso wie mit dem inszenierten Terror. 9/11 haben sich ja auch viele von euch wahrscheinlich mit beschäftigt. Also selbstgemachter Terror, selbstgemachte Klimakatastrophe oder mit dem Schweinegrippeimpfstoff zum Beispiel, war auch so eine Sache. Da kann man natürlich alles mit begründen. Also kann man natürlich eine Überwachungsplattform wie die NSA jetzt begründen oder mit der Pharmaindustrie, dass jeder sich impfen soll, dass jeder Angst haben soll. Und das ist eigentlich immer dasselbe Schema. Das muss man nur einmal verstanden haben. Genauso wie mit der Euro-Krise, also das System sagt, dass nur das System das Problem lösen kann. Dabei ist das System ja das eigentliche Problem. Und ja, es werden intakte Heizungen da rausgerissen, es werden Autos verschrottet. Und ich finde, das ist ein richtiger Schildbürgerstreich, was hier mit uns gemacht wird. Und es gibt noch so viele Leute, die das immer noch glauben. Und ja, worum geht's? Es geht um Rendite um jeden Preis. Ist ganz klar. Und alles ist auf einer großen Lüge aufgebaut. Ihr habt ja euch bestimmt mit dem Flug Malaysia Airlines beschäftigt, MH17 oder MH370. Und ja, da passt ja auch gar nichts zusammen. Warum soll das hier anders sein? Mit Geld kann man sowieso alles kaufen, auch Wissenschaftler. Da wird einfach nur gesagt, ja, beweis das mal und dann wird das bewiesen und dann wird halt Geld bezahlt. Und ja, ich muss wirklich sagen, am Anfang habe ich das auch alles geglaubt.
Weil in den Medien waren ja, hat man so Eisbären auf so abtauenden Eisschollen gesehen oder dass Holland überflutet wird oder was auch immer. Und ja. Dann wollte ich euch die Fakten zur Klimalüge natürlich nicht vorenthalten, weil ich kann euch ja im Prinzip irgendeinen Schwachsinn erzählen. Also lest wirklich selber nach. Die Quellen kommen unter das Video. Also Klimawandel gibt es schon seit 4 Milliarden Jahren. Seit es Klima gibt, verändert sich das. In der Natur verändert sich alles mal irgendwann. Und es gibt viele Wissenschaftler, die sagen, dass zwischen CO2 und der Temperaturveränderung in der Atmosphäre fast gar kein Zusammenhang besteht, also kein relevanter Zusammenhang. Also fürs Klima ist die Sonne hauptverantwortlich, die Sonnenaktivität. Da können wir das CO2 noch so runterfahren, das hängt zu 99,% mit der Sonne zusammen. CO2 ist auch kein Gift, CO2 wird benötigt fürs Überleben, für Pflanzen, weil Pflanzen brauchen CO2. Mal eine Frage an euch. In den letzten 10 Jahren sind die Temperaturen gefallen, gestiegen oder gleich geblieben? Oder gesunken? Wahrscheinlich eher gesunken, wenn. Also die Temperaturen sind in den letzten 10 Jahren insgesamt im Schnitt, haltet euch fest, um 0,5% gefallen. Das hat eine echte Auswertung der Wetterstationen ergeben. Und also ist auf jeden Fall Tatsache, dass die globalen Temperaturen nicht erhöht haben. Und was denkt ihr, wie viel Prozent vom Mensch verursacht wird, also an CO2, was wir im Moment in der Atmosphäre haben? Ungefähr. Schau nur gehört, so viel wie Kühe produzieren. Also wie viel Prozent des CO2 in der Atmosphäre vom Mensch verursacht wird? 10%. Wie viel? 5. Ja, ungefähr. Also was ich gelesen habe, maximal 5% kommt vom Menschen. Ist die Frage, woher kommt der Rest? Durch Vulkane zum Beispiel, durch irgendwelche verfaulenden Pflanzen. Und ja, kann man auch alles nachlesen. Fleischproduktion auch, ja. Jetzt noch eine Frage, hier kurze Fragestunde. Wie viel Prozent CO2 ist denn in der Atmosphäre überhaupt? 0,01? Noch ein bisschen weniger, glaube ich. Noch ein bisschen mehr, also 0,038%. Also CO2 ist ein Spurengas und da wird so ein Hype drum gemacht, ja. Also tatsächlich ist, wenn man die 5% mit den 0,038% verrechnet, ist der menschengemachte Anteil ungefähr 0,001 oder ein bisschen mehr Prozent. Jetzt zum Beispiel auch beim Meereseis gab es auch keine relevanten Veränderungen. Da muss man zum Beispiel wissen, dass Eis auch bei Druck schmilzt. Also jeder, der sich mit Thermodynamik beschäftigt, der weiß das auch. Oder ja, im Prinzip weiß das ja fast jeder. Und also in den Medien kam dann immer, hat man die dramatischen Bilder da gesehen, wo irgendwelche Eisschollen da ausgebrochen sein sollen oder sowas. Und da kann man natürlich einen Hype draus machen. Oder wenn man jetzt immer zeigt, wenn ein Hurricane kommt, dann kann man sagen, oh, jetzt kommen so viele Hurricanes. Aber es kommt immer nur darauf an, was man den Medien zeigt. Also es ist wirklich eine psychologische Kriegsführung. Die Massenmedien waren noch nie echt und das sind sie auch nicht. Warum soll es hier anders sein? Ja. Also könnte jetzt natürlich immer noch gelogen sein, was ich hier sage, aber es gibt viele Wissenschaftler, die Klimatheorie bestritten haben, die wurden mundtot gemacht. Zum Beispiel der Dr. Kalin oder Kalin, ich weiß nicht, wie man ausspricht, der ist für das amerikanische
für die amerikanische Umweltschutzbehörde gearbeitet hat, der durfte gar nicht mehr auf Klimakonferenzen sprechen. Also er hat einen Maulkorb bekommen. Wie kann ein Wissenschaftler einen Maulkorb bekommen? Das kann nicht sein. Oder zum Beispiel, was ich auch noch unter das Video verlinken werde, es gab den sogenannten Climate Gate, also in Anlehnung an die Watergate-Affäre. Es gab einen Hackerangriff aufs Klimaschutz, aufs Klimaforschungszentrum der University of East Anglia. Da wurden sehr viele Dokumente halt veröffentlicht, also Dokumente, die eigentlich keiner sehen dürfte. Die sind jetzt alle öffentlich. Ich glaube, auf WikiLeaks ist das jetzt. Und die Hacker haben gesagt, wir glauben, dass die Klimaforschung zu wichtig ist, um unter Verschluss gehalten zu werden. Hiermit veröffentlichen wir eine Auswahl von Briefwechseln, Codes und Dokumenten. Hoffentlich vermittelt sie Einsicht in diese Wissenschaft und die Menschen, die dahinter stehen. Also die Daten wurden, man hat dann rausgefunden, dass die Daten manipuliert wurden, dass es sehr viele interne Streitigkeiten gab, ob die Wahrheit überhaupt ans Tageslicht kommen darf. Und hier ein kurzer Beweis, also hier eine E-Mail von innerhalb des Instituts. Lieber Ray, Mike und Malcolm, sobald Tim ein Temperaturdiagramm hier hat, werden wir es entweder heute, später oder als erste Sache morgen früh schicken. Ich habe gerade Mikes Naturtrick des Hinzufügens in die wirklichen Temperaturen zu jeder Serie der letzten 20 Jahre und von 1961 an für die von Keith vollendet. Jetzt kommt's, um die Abnahme der Temperaturen zu verheimlichen. Das IPCC, kennen vielleicht auch einige von euch, das ist das so ein Institut für das weltweite Klima, was installiert wurde. Genauso wie die UN installiert wurde, wurde auch die IPCC irgendwann installiert. Und das ist vom Professor Dr. Schneider aus dem Jahr 1989. Hört genau zu. Deshalb müssen wir schreckeneinjagende Szenarien ankündigen, vereinfachte, dramatische Statement machen und wenig Erwähnung irgendwelcher Zweifel, die wir haben mögen, entlassen. Was ich euch hiermit sagen wollte, also es gab schon oft Panikmache, also von dem System aus. Zum Beispiel kann auch jeder nachlesen, in den 70er Jahren wurde eine neue Eiszeit vorausgesagt. Wurde auch sehr viel Panik gemacht. Ich weiß nicht, ob... Kannst du jemand erinnern daran? Okay. Oder Waldsterben, sagt bestimmt auch jemand, wissen bestimmt auch einige Bescheid. Wurde auch angekündigt. Ja. Sie ist, glaube ich, in 20 Jahren, bis zum Jahr 2000 gibt es keine Wälder mehr. Ja, ist angekommen. Ja, wie gesagt, ist an Absurdität kaum noch zu überbieten. Fazit ist natürlich, CO2 ist nicht verantwortlich oder unrelevant verantwortlich. Und die Energieabgabe der Sonne ist verantwortlich für die Temperaturen. Ja? Ja, also ich habe mich auch mal mit dem Thema beschäftigt. Es gibt ja angeblich viele Klimagase, zum Beispiel Lachgas wäre, glaube ich, das Gefährlichste. Oder Methan wäre ziemlich gefährlich. Aber wie gesagt, wenn man sich mal die Temperaturverläufe, die wahre Temperaturverläufe anguckt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ja, es gibt menschengemachte Klimaerwärmung. Ja? Das wollte ich gerade sagen. Also ich bin jetzt Klimaschützer, aber wenn man die Umwelt guckt, also sterben jeden Tag Arten aus, wir holzen den Regenwald ab. Ich will nicht sagen, dass man den Regenwald abholzen soll.
ich bin der Meinung, dass man das ganze System in den Mülleimer der Geschichte werfen sollte und den, ja, mal eine Alternative hier einführen sollte. Vor allem mit einer ehrlichen Wissenschaft und einer echten Demokratie, weil dann wird das, wie hier, dann wird so ein Schwachsinn überhaupt nicht passieren. Und vor allem, wenn das mit der CO2-Theorie stimmen würde, wenn es stimmen würde, warum haben die Amis dann immer noch so viel Militär? Das ist doch die Haupt-CO2-Schleuder, oder? Nee, also ich wollte nur sagen, denkt immer mit eigenem Kopf, machen die meisten von euch schon, aber auch die das Video jetzt sehen. Und ich verweise nochmal auf das Werbevideo für die Mahnwache, dass ihr das nur noch weiter verbreitet. Und ja, danke.